Kennt ihr die? Es gab ein kaltes Verhältnis zwischen Ali und Aisha, dass man sie nie zusammen gesehen hat. Und zwar in der Nur-Sura wird das sehr stark bekräftigt und erzählt. Ihr kennt die Geschichte. Eines Tages ist der Prophet a.s. mit einer Reise in die Wüste gegangen. Und Aisha radiallahu anha ist dort, um ihren Notruf zu verbringen, ist sie außerhalb der Karawane gegangen. Lange Rede, im Endeffekt verliert man sie dort und sie kommt erst Tage nach dieser Sache nach Hause. Sie verschwindet einfach. Aisha radiallahu anha verschwindet. Ein Sahabi findet Aisha radiallahu anha. Übrigens, dieser Sahabi ist heute, ich denke, soweit in Diyarbakir begraben. Dieser Sahabi findet Aisha und nimmt Aisha mit nach Medina. Die Munafikun in Medina sagen, Aisha radiallahu anha hat Zina gemacht. Ja? Und diese Sache, dass Aisha radiallahu anha mit diesem Sahabi Zina gemacht hat, wie lange geht diese Diskussion? Ein Monat lang circa. Ein Monat lang kommen die Munafikun und sagen, ja Mohammed, guck mal, deine Tochter, seine Frau hat Zina gemacht, dies und das und jenes und dieses. Sogar der Kontakt zwischen des Propheten und Aisha geht auseinander. Der Prophet fragt Abu Bakr, das ist deine Tochter. Er fragt die Sahabis, was meint ihr? Was meint ihr? Was meint ihr? Was meint ihr? Und Aisha radiallahu anha ist in diesem einen Monat so gekränkt, dass sie sich komplett zu ihrem Vater zurückzieht. Stellt euch mal vor, eine saubere Frau wird des Sinnas beschuldigt, weil sie in der Wüste verloren gegangen ist. Die Karawane hat gedacht, sie ist in diesem Kamel-Dings oben mit drin, die verschlossen sind und sind losgezogen, sie war aber nicht drin gewesen. Weil sie ihre Notruf verbracht hat, ist weit weggegangen, nicht so weit wie ein Mann, die muss noch weitergehen, um nicht so gesehen zu werden, und hat dann noch ein Schmuckstück von ihrer Mutter oder sowas verloren. Das sagen die Geschichtsbücher ganz klar und definitiv. Aber die Munafikun haben das natürlich in Medina aufkochen lassen, Aisha Zina gemacht. Und der Prophet ist gekränkt. Er kann diesen Beleidigungen, diesen Iftiras, diesen Beschuldigungen nicht mehr standhalten. Dass er jeden Sahabi fragt, ja, was sollen wir machen, was sollen wir machen? Aisha radiallahu sagt eine sehr schöne Antwort. Allah wird mich sauber stellen. Allah wird mich sauber darstellen lassen. Er hat nämlich alles gesehen, was ich gemacht habe. Und er fragt, der Prophet fragt Aisha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragt daraufhin Ali, weil er gehört zur Familie und er kann diesen Beleidigungen nicht mehr standhaften, dass Ali diese Antwort sagt zum Propheten. Ja, Rasulallah, trenn dich von ihr. Gibt es denn keine Frauen mehr auf dieser Welt, dass du dich mit dieser Sache beschäftigst? Und das hört sie. Und seit diesem Tag, Frauen halt, ist ein ganz kaltes Verhältnis. Das schlägt so weit Jahre zurück, bis zu dieser Aktion, wo ich jetzt gerade komme. Und Allah Ta'ala sendet einen Vers herab, der 11. Vers der Surah Nur, Estaizu Billah, Inna allazina ja'u bil ifki ka'usbatu minkum, la tahsabu sharran lakum, bel huwa khairun lakum, li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithmi, wal ladzina tawalla kibrahu minhum azabun alim. Das heißt, geht noch weiter, walaula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada, فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهُمُ الْكَاذِبُونَ. Die Leute, die Aisha radiallahu an mit dieser Sache beschuldigen, hätten sie nicht 4 Zeugen bringen müssen. Und Allah Ta'ala reinigt Aisha radiallahu an mit den edlen Versen der Sure Nur und dann ist die Sache geregelt. Aber die Sache mit Aisha und Ali war im Herzen nie geregelt gewesen.